Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Amus und zwar möchte ich euch jeweils Lidschattenkombinationen vorstellen aus der Drogerie, die ich persönlich im Alltag sehr, sehr gerne trage und die alle schön miteinander harmonieren. Und ich möchte euch das alles gerne getragen auf dem Augenlid zeigen. Deshalb fangen wir jetzt am besten an. Ich mache immer ein Auge so, ein Auge so. Hauptsache, ihr könnt das Ergebnis sehen. Als Lidprimer verwende ich von MAC den Paint Pot in der Farbe Soft Ochre, den ich hier mir jetzt jeweils nach jedem Augen-Make-up, was ich für euch schminke, einfach hier drauf gebe als Grundlage für den Lidschatten, damit er besser rauskommt und besser aussieht. Also das gilt jetzt für alle Lidschatten, die ich jetzt hier verwende, da nur damit ihr Bescheid wisst. Und dieses Pinselchen hier ist von Ebeline, ist mir leider kaputt gegangen, aber naja, das Stückchen kann man ja noch verwenden und mit diesem hier trage ich ganz gerne Augenlidprimer auf. Ich beginne mit einer grandiosen Kombination. Beide Lidschatten sind Mono-Lidschatten von der Firma Max Factor. Das helle ist die Farbe 101 Pale Pebble und das dunkle ist die Farbe 107 Burnt Bark von Max Factor. Den hellen Ton gebe ich mir jetzt einfach unter den Augenbrauenbogen und highlighte damit den Innenwinkel. Den dunklen Ton gebe ich mir über das gesamte Lid und verblende das mit einem Blenderpinsel. Und beide Farben zusammen sind absolut alltagstauglich. Ich liebe sie sehr. Die Farbe Burnt Bark ist ein Dupe zu dem Satin Taupe von MAC. Auch dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich euch gerne unten in der Infobox, wenn ihr euch das noch anschauen wollt. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. So, ich gebe mir die Farbe Pale Pebble einfach unter den Augenbrauenbogen. Ihr seht, wie schön die Farbe aufhält. Und auch im inneren Augenwinkel helle ich damit etwas auf. Jetzt nehme ich mir einen frischen Pinsel und trage damit die Farbe Burnt Bark auf das gesamte Augenlid auf. Bedingt durch meine Schlupflider, die sich hier schon leicht bilden, also ich habe keine richtigen Schlupflider, aber es geht schon in die Richtung, setze ich jetzt den Lidschatten mit frischer Farbe nochmal in die Lidfalte und ziehe das Ganze etwas nach oben. Ich öffne das Auge dabei normal, sodass ich also auch sehe, wie das nachher aussieht, wenn ich ganz normal schaue. Und dann gebe ich mir noch etwas von der Farbe auf den unteren Wimpernkranz. Das ging schnell und einfach und fertig ist das leichte Amu mit den beiden Max Factor Mono Lidschatten hier, Pale Pebble und Burnt Bark. Wie gesagt, das ist ein Dupe zum Satin Taupe von MAC. Den könnt ihr natürlich auch nehmen, falls ihr den zu Hause habt. Und ich finde diese beiden Farben zusammen auf dem Auge getragen sehr, sehr schön. Ich zoome euch jetzt nochmal ran, damit ihr das schön sehen könnt und zeige euch das in der Nahaufnahme. Lasst euch nicht irritieren von der fehlenden Mascara. Ich habe die jetzt extra nur leicht aufgetragen, weil ich es ja gleich wieder abnehme und den nächsten Look für euch schminken möchte. Ich mag diesen Look sehr gerne für den Alltag und wenn man jetzt noch einen Lidstrich mit einem Gel-Eyeliner zum Beispiel ziehen möchte oder das Ganze noch mit einem Kajal verstärkt und ordentlich Wimperntusche drüber gibt, sieht das perfekt aus. Das ist für mich eine der bevorzugten Kombis, die ich so im Alltag gerne trage. Kommen wir zur nächsten Kombination, die ich sehr, sehr gerne mag. Und zwar ist das aus der aktuellen P2 Catch the Glow LE. Die wird es noch bis Juni geben. Da habe ich mir die Farbe 030 Golden Day ausgesucht. Und zwar ist das ein schönes Aprikot und ein schönes Braun. Geswatcht sehen die so aus. Das ist das Aprikot und das hier ist das Braun. Und die beiden Farben haben mich sofort angesprochen, als ich sie gesehen habe, weil die auch eine unfassbar tolle Farbabgabe haben. Und das schminke ich jetzt für euch auf dem anderen Auge. Und ja, schaut es euch einfach an. Hier nehme ich einen Blenderpinsel von Ebeline und gehe zunächst mal in die Aprikofarbe hinein, klopfe das ein bisschen ab und gebe mir das einfach in die Lidfalte und ziehe das auch entsprechend hoch. Und jetzt gebe ich mir den braunen Ton einfach auf das gesamte Augenlid. Auch ruhig bis zur Lidfalte hochziehen. Mit einem angeschrägten Pinsel gebe ich mir das Ganze jetzt noch unter den unteren Wimpernkranz, also von dem Braun. Ich das sehr gerne mag. Ich finde, das verstärkt das Ganze noch ein bisschen. Und nehme mir dann wieder den Blenderpinsel und verblende das Braun mit dem Aprikoton ineinander. Man kann dann auch immer noch mal mit der Spitze ins Aprikot reingehen, wenn man mag. Und das einfach ein bisschen weich verblenden, damit die Übergänge nicht so hart sind.
Ein Highlight setze ich jetzt noch hier oben unter den Augenbrauenbogen und zwar mit meinem Catrice Lift Me Up Scotty mit diesem Eyebrow Lifter von Catrice, den ich sehr, sehr liebe. Das ist so ein rosa Ton und den setze ich mir jetzt einfach hier unter die Augenbraue. Ich mache einfach einen Strich, nehme dann meinen Ringfinger und tupfe das alles noch so ein bisschen ein, damit das auch ein bisschen weich verblendet wird. Und im inneren Augenwinkel kann man sich damit auch ganz schön und einfach und schnell vor allen Dingen ein leichtes Highlight setzen. Und schon ist der P2 Catch the Glow LE Look fertig mit Aprikot, Braun und dem Catrice Eyebrow Lifter. So, nun werde ich euch ein etwas farbenfroheres Amu schminken, auch mit Produkten aus der Drogerie. Und zwar nehme ich da wieder meinen Eyebrow Lifter von Catrice und gebe mir den als erstes unter den Brauenbogen. Dann nehme ich einen frischen Blenderpinsel und trage mir auch von P2 Matte Dream Eyeshadow die Farbe 090 Brown Delight für die Lidfalte und zum Ausblenden. Mit einem frischen Lidschattenpinsel trage ich mir jetzt diese Farbe auf. Das ist ein Mono-Lidschatten, ein gebackener Mono-Lidschatten von Rival de Loup in der Farbe 03 Moonlight. Der ist lila mit Marmorierung, mit heller Marmorierung drin. So sieht er aus. Ich mag den sehr, sehr gerne. Und ich gehe jetzt erstmal in den helleren Ton hinein und gebe mir das von innen auf die Lidfalte. Und danach gehe ich in den dunklen Ton und blende damit aus. Ebenfalls mit dem helleren Ton, also ich tupfe jetzt wirklich genau hier in die helle Stelle hinein und gebe mir davon auch etwas in den inneren Augenwinkel zum Highlighten. Das sieht sehr, sehr schön aus, finde ich. So. Und jetzt gehe ich hier in die dunkle Farbe hinein, in das dunkle Lila und gebe mir das jetzt auf das gesamte Augenlid. Das Schöne an diesen Real Techniques Pinseln ist wirklich, ich kann damit auftragen und gleichzeitig verblenden. Ich habe jetzt nochmal etwas mehr Farbe aufgenommen, trage das nochmal auf das Lid auf und ziehe das auch so ein bisschen raus, sodass ich, wenn ich wieder normal schaue, auch die Farbe erkennen kann, hier oben. Wie gesagt, wegen den Schlupflidern. Und ich denke, ihr seht den Effekt. Es ist eine ganz tolle Farbe. Diese gebackenen Lidschatten von Rival de Loup sind wirklich wunderbar. Gibt es auch in Braun und in Rosa. Und auch hier setze ich mir nochmal einen kleinen Akzent von dem Lila auf den unteren Wimpernkranz oder an den unteren Wimpernkranz. Und fertig ist der Look mit dem gebackenen Lidschatten von Rival de Loup. Kommen wir zum vierten Look. Da mache ich es genauso wie auf der anderen Seite. Ich trage erst meinen Eyebrow Lifter von Catrice hier oben unter den Augenbrauenbogen auf. Danach verwende ich wieder den P2 Matte Dream Brown Delight in der Lidfalte und dann zeige ich euch, welche Farbe ich dann auftrage. Und zwar habe ich mich jetzt für eine Farbe von Catrice entschieden. Das ist eine Absolute Eye Color, also auch ein Monolidschatten von Catrice in der Farbe 570 Plump Up the Jam. Und das ist tatsächlich so ein Plump-Ton, also ein Pflaumeton. Den habe ich sehr, sehr gerne auch im Herbst getragen. Den trage ich jetzt auf das bewegliche Lid aus, blende das aus, wieder von der Lidfalte nach oben, so wie ich es immer mache, und gebe mir auch etwas davon auf den unteren Wimpernkranz. Und das ist der Catrice Plump Up the Jam Look.
Und damit ich heute nicht mit zwei verschiedenen Augen rumlaufen muss, werde ich das alles jetzt wieder abnehmen und werde euch noch einen fünften Look schminken, wo ich dann auch den ganzen Tag mit rumlaufen werde. So, meine Augenlider haben sich wieder etwas beruhigt. Ich habe beide Augen abgeschminkt, habe sie ein bisschen sich beruhigen lassen, habe nochmal neu den Soft Ochre Paint Pot aufgetragen und jetzt bin ich bereit für einen meiner Lieblingslooks. Sie sind beide von Catrice, beide Lidschatten, die ich euch jetzt zeige und die ich jetzt auch auftragen werde. Und zwar ist das zum einen der Mono Lidschatten Absolute Eye Color in der Farbe 630 Fancy Cup of Tea. Das ist so ein heller Champagnerton. Und das ist der Liquid Metal Eyeshadow von Catrice in der Farbe 090 Nougat in Right. Beide Farben zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz geöffnet. So sehen die beiden Farben aus. Es gibt einen Trick bei dieser Farbe 630 Fancy Cup of Tea. Und zwar muss man den feucht auftragen. Das habe ich von der lieben Sonja gelernt. Luxon 2303, hallo an der Stelle an dich. Und zwar hatte ich ihn immer trocken aufgetragen und war nicht zufrieden mit der Farbabgabe. Und dann hat sie verraten, den muss man feucht auftragen. Dann kommt so richtig die Farbe raus. Das hat sie in einem ihrer Videos gesagt. Und da war ich so glücklich drüber. Seitdem feuchte ich den Pinsel immer an und trage ihn feucht auf. Und ihr werdet sehen, was für eine tolle Farbe der gibt. Den werde ich mir auf das innere Augenlid auftragen, damit highlighten und hier oben gebe ich mir dann wieder meinen Catrice Eyebrow Lifter drauf. Das werdet ihr jetzt gleich sehen in der Zusammenfassung und danach verwende ich den Liquid Metal Eyeshadow in der Farbe Nougat in Right. Viel Spaß! Jetzt schnappe ich mir noch einen feinen Pinsel und gebe mir von dem Nougat in Right, also von dem Liquid Metal, noch etwas auf den unteren Wimpernkranz. Und jetzt tusche ich mir noch kräftig die Wimpern. Und fertig ist mein Catrice Look mit diesen beiden Mono-Lidschatten. Und ich liebe diesen Look sehr. Ich habe den schon sehr, sehr häufig im Alltag getragen. Den zeige ich euch jetzt auch nochmal von nahem und dann verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen. Das waren jetzt eben einfache Alltagslooks mit Lidschatten aus der Drogerie, die ich zu Hause habe, die ich gerne verwende, halt eben für den Alltag. Es soll schnell gehen, es soll nicht besonders aufwendig sein. Selbstverständlich kann man diese ganzen Looks noch aufpeppen, indem man zwei Schichten Mascara aufträgt, indem man vielleicht vorher noch einen Gel-Eyeliner aufträgt. Unten am Wimpernkranz nochmal mit einem Kajal die Wimpern verstärkt. Man kann vieles machen, man kann sich nochmal zusätzlich Glitter in den Innenwinkel setzen und, um das Ganze abendtauglich machen, werden zu lassen. Aber für mich ist es halt eben einfacher, wenn ich im Alltag ganz schnell bin und wirklich ein Highlight einmal in die Lidfalte und dann eine Farbe auftrage. Das geht für mich am schnellsten. Bei meinen braunen Augen mag ich am liebsten auch Brauntöne, Bronzetöne, aber auch diese Plumpfarbe, diesen Pflaumenton mag ich sehr. Und natürlich auch das Lila, das mag ich auch sehr. Diese gebackenen Lidschatten von Rival de Loop sind wirklich grandios. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht kennt ihr schon den einen oder anderen Lidschatten, vielleicht spricht euch das eine oder andere an und ihr sagt, Mensch, das schaue ich mir auch mal an, das sah ja jetzt ganz anders aus, als ich es vielleicht mache. Mich würde es freuen, wenn ich Feedback bekomme, ob euch die Looks gefallen haben, welcher hat euch vielleicht am besten gefallen, welchen schminkt ihr nach oder habt ihr eine eigene Idee und sagt mir, probier doch mal den und den Lidschatten aus, den gibt es auch in der Drogerie, den kann man wunderbar über das ganze Augenlid verteilen und der leuchtet oder der macht tolle Farben oder wie auch immer. Also ich bin immer dankbar für Tipps, da freue ich mich immer sehr drüber. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!